Grüezi miteinander, guten Abend, hallo zusammen und herzlich willkommen beim heutigen Flug von Dresden nach Stralsund. Und ja, grüezi, das ist der Flugwunsch von Steffen. Und ich begrüße mal den Joel, der Bernd, grüezi, der Steffen, das ist unser Geburtstagskind heute, Delta, Sally, Wolfgang. Der Lutz ist da und der Philipp. Grüezi miteinander. Ja, ich habe vielleicht oben links habe ich einen kleinen FB-Strops. Ich vermute, ich habe heute neuerdings 60 FPS und Reshade fließen jetzt richtig durch und ich glaube, das zieht jetzt meine FPS runter. Hallo Cockpit Lyrics. Übrigens, vielen Dank fürs Announcen bei dir im Kanal. Vielen Dank. Oi Kirsten, ja, hallo, genau. Also meine Sorgen sind im Moment meine FPS, weil ich habe normalerweise 40 und jetzt kriege ich da sehr wenig. Wahrscheinlich wird das besser. Es ist OBS und ich habe wahrscheinlich zu viele ich habe einfach zu viel eingestellt. Aber lassen wir es, ich möchte das jetzt nicht abbrechen, weil noch Strahl ist und soll es dann besser werden. Ja, nichtsdestotrotz, man kann immer noch, ja, seht ihr, da sind die FPS jetzt wieder da. Genau, eben ich und meine FPS. Genau, heute Flug wieder Antonov. Ich habe das letzte Mal, wo ich geflogen bin mit der Antonov, noch einen Schalter vergessen bei der Landung. Das kann ich ja nachher euch zeigen. Und wenn es mit dem Ton, mit dem Bild nicht stimmt, einfach melden. Dann würden wir nämlich losstarten. Ja, das ist dein heutiger Geburtstag, Steffen, wegen deinem Flugwunsch. Hallo Costa, servus. Ich habe heute nur kurz die Antonov ausprobiert. Also ich fliege heute zum ersten Mal nach Stralsund. Ich habe die Charts gelesen. Wir schauen das alles dann nochmals an. Eben das Flugzeug, die Livery, die ist von der Community Edition. Das Flugzeug ist aber immer noch die von Oleg. Und ja, Wetter sieht gut aus. Im Moment haben wir Wind, wir haben Wolken. Ja, Wetter funktioniert und ausgerechnet hier in Dresden ist es sehr, sehr schön. Genau. So, und dann Dresden, die Payware-Szenerie von, glaube ich, von JustSim. Also schön detailliert, ich gehe nur ganz kurz rein, oder man sieht hier den Flughafen von Dresden, der Rest macht X-Europe und SFD Global und ihr seht die Kacheln, beziehungsweise Dresden, die Ortos gehen bis da, die schwimmen, fließend in die Global Ortos, sag ich jetzt mal, rein. Also die Szenerie ist es, was jetzt der Eindruck ist, glaube ich, $19 und so, ist halt eine Payware, aber es gibt natürlich im Forum auch. Nee, Freeware. Hallo, 737 NG World. Was? Mit dem besten Döner der Welt, echt? Oder? Da muss ich aber mal nach Dresden. Da, bei euch sind die Döner sowieso recht günstig. Bei uns kostet ein Döner so 10 Euro aufwärts. Dresden-Döner. Ja, cool, super. Schön, dass ihr da seid. Im Discord habe ich jetzt noch keinen mehr gefunden, der da mitfliegt. Ja, steigen wir ein mit der Antonov. Wir müssen sie noch beladen. Schalten wir den Strom ein, hä? Wie wir es auch gehabt. Hier Main-Menü, dann Service und dann holen wir uns noch den Ground Power. Und dann sollten wir externen Strom haben. Dann schalten wir hier zuerst die Batteries ein. Und ich habe noch Papier-Checkliste dabei. Dann können wir hier auf Ground gehen. Ne, das war falsch. Ich glaube, ich muss umgekehrt jetzt. Ja, jetzt habe ich es wieder. Also das PO57, BTU1000 einschalten, das DME schalte ich auch ein, sonst vergesse ich das. Dann gehen wir auf Unicom. Unicom ist da. Die MD-11 in Dresden.
Ich hatte jetzt gedacht, du sprichst von der Ende 11 von Rotate. Die vermisse ich auch. Ja, genau. Also bei uns ist so ein Döner halt so 9 Franken. Ja, kostet halt was. Döner mit Trüffel. Ja, gut, das kannst du dann in der Schweiz nicht mehr bezahlen. So, ich hole mir noch schnell den Schreiber. Eben, wir fliegen diese Route. Ich mache mal hier den Routenplan auf. Jetzt haben wir mal den unter Strom. Dann holen wir uns quasi schnell hier nur ganz kurz die Charts. Hier ist Dresden, unser Flughafen. Wir fliegen, muss noch schon der Wind, entweder die Bahn, die 2-2 oder 1-4, je nach Wind. Wir haben Dresden ist kein. Nein, da ist noch kein Lotse da. Dann haben wir Stralsund, Stralsund, das wird ziemlich, ja, ziemlich spannend. Voraussichtlich Runway 27 und ja, 1685 Meter breit und 35 Meter lang. Und ja, es ist ziemlich kurz, also es ist wird spannend. Danke für den Flugwunsch, Steffen. Ich habe vorhin anfangs noch den Link geschickt, den habe ich vom Steffen. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt da Stralsund und Dresden nicht wirklich geografisch sehr gut aus. Ist an der Ostsee. Die Route geht hier nach Kubus oder Kobus. Also das sind alles GPS-Punkte. Ich habe das jetzt mal ins Garmin auch mal vorgespeichert. Wir fliegen aber als Kontrollpunkte habe ich dann noch verschiedene VOR-Stationen mitgenommen, einfach dass ich sie hier eindrehe, damit ich ungefähr noch weiß, wann ich den Top of Descent planen kann. Also einfach diese VOR, die hier in der Nähe sind, die sind hier drauf. Genau. Und das Gewicht, das machen wir über dieses Menü. So, jetzt gehe ich nur schnell kurz da durch. Die Power Source ist drin. Die Türen sind noch offen, dann machen wir mal das Fire System an, die Navigationslichter. Oh, das war falsch, da können wir halt so machen. Hier ist die Lights. Mal die Position Lights, ja. Dann haben wir unsere Fuel Quantity Indicator und Fuel Flow Meter. Automatic Fuel Flow ist auch an und dann würden wir mal das Flugzeug zuerst beladen. Wir holen unsere Ladeberechnung. Ich habe mit 40 Personen im SIM-Brief gerechnet. Diesmal habe ich eine ATR. In meiner kurzen Zeit habe ich versucht, ein bisschen das Equipment der Antonov rauszufinden, aber es ja, ich hab's nicht vollständig geschafft. Also ich habe jetzt einen SIM-Brief, habe ich eine ATR genommen als ungefährer Leitflugzeug. Ich habe gesagt 40 Personen. Dann brauchen wir von der Strecke her sind es ja ungefähr 400 Kilometer. Würde eigentlich noch hier so reichen. Ich mache mal 500 Kilometer, dann machen wir alternativ, habe ich Heringsdorf eingegeben, dort mache ich auch mal 300 Kilometer. Da sind wir ungefähr bei 2 Tonnen Sprit. Und ja, noch halt irgendwie relativ schwer. Jetzt haben wir einen CGMAC von 28,1. Take-off-Weight ist 20 Tonnen. Dann würde ich sagen, okay, würden wir mal das Flugzeug hier beladen. Und dann gucken wir weiter. Ja, das Dodden Pilot. Grüezi eben aus deiner, wie sagt man, aus deiner Community Edition Antonov habe ich die Livery geklaut. Vielen Dank dafür. Der Joel wird mitfliegen mit MS. FS 2020, sehr gut. Und der Oli Fly ist da. Servus, Falcon, grüezi, Stoisera, auch dir. Was? Okay. Das letzte Mal bei der RTPL-Prüfung. Oh je.
Okay, cool. Ja, ich schau mal, ob ich es schaffe wieder, weil eben ich habe das, ja, ich habe schon ein bisschen Respekt von der Antonov, muss man schon sagen. Wenn jetzt dann ein oder andere Lotse dann kommt, dann wird es sicher spannend für euch. Genau, der erste Wegpunkt, muss ich mir noch schnell schauen. Wir machen natürlich eine Departure-Route rein, aber das ist, wie gesagt, das ist ein manueller Flug. Der erste Wegpunkt wäre Cobus. Das kann ich jetzt hier mal im Garmin zeigen. Ich habe den Flugplan, das tippe ich oder das rädle ich jetzt da nicht ein, sondern ich hole mir das über das, was ich da mit SIM-Brief abgespeichert habe. Und dann holen wir diesen Flugplan rein. Dann müsste hier EDDC sein, dann Cobus, genau. Nächster Wegpunkt wäre Gerga. Gerga, Abica, Teldo, Tirmi, Ritef, Gevni, Lexa, Gaspo. Gaspo ist der letzte Wegpunkt. Dann schreibe ich mir den auch auf. Und wir fliegen dann halt sicher mal mit GPS, also dem GPS-Signal nach. So sieht das dann aus. Dann hätten wir mal den Flugplan. Es gibt hier übrigens hier in der Antonov auf der linken Seite, seht ihr diesen Flightplan. Da könnt ihr ebenfalls den Flugplan, den gespeicherten Flugplan hier oben eingeben. Sobald hier oben die Maustaste gedrückt ist, könnt ihr EDDC nach EDBH 01 und dann Enter drücken und dann sollte es hier die Wegpunkte aufzeigen. Aber ich habe hier ein Problem. Es funktioniert nämlich. Ja, ihr seht, wenn ich jetzt einfach irgendwas abspeichern und sagt er not found, also er hat diesen Flugplan gefunden, diese 01, aber wir sehen es und das ist ein grafisches Problem, weil ich kann die Wegpunkte theoretisch hier einfach durchstreichen, aber das geht jetzt halt nicht, das ist egal. Oh ja, dein Stream gestern. Sehr gut. Ich war gestern nur, glaube ich, bis zur Hälfte und dann musste ich los. So, jetzt bringen wir das da eben weg. Ja, genau. Ja, das war interessant, vor allem am Anfang, die 777. Hey, der White Wolf ist auch da. Guten Abend. Okay, dann gebe ich dir mal ein bisschen Gas. Bewusst, was ist das? Gerga, haben die gesagt. Okay, dann drehe ich auch noch schnell die Frequenzen ein. Ich muss mir das ein bisschen wieder von den Ansichten umgewöhnen. Genau, das sind die Radios AFD, so. Nicht AFD, sondern ADF. Ja, genau, machen wir mal die VR 1 und 2 rein. Wir geben mal die VAX 115. Ist ein bisschen fummelig, ja. One und das wäre 4. Man muss ein bisschen diesen Clickpoint finden. Und der nächste Wegpunkt werden Fürstenwalde 113. Das ist schon 3. Dann hätte ich das mal drin. Genau, dann gehen wir eigentlich so weiter. Getankt habe ich, muss es nochmals spicken. Hier haben wir 2 Tonnen oder 2 Tonnen und 77 Kilogramm. Dann mache ich das mal zu. Die Außenansicht ist die. Dann werden wir halt, das ist dieses Ground Handling von Yard Design, das kann jetzt eigentlich mal weg. Hallo, Monkeynut! Was ohne Hold geht es heute nach Stralsund? Ich hoffe, ja. Holding. Mit der Antonov ist herausfordernd. Genau. So.
Ja, dann hätten wir es eigentlich. Guck nochmals in die. Ah ja, das Wetter wollten wir noch schauen zusammen. Ich hoffe, ihr seht das. Sonst schreibt ihr bitte. Also wir haben jetzt 11 Knoten aus 200. UNH ist 1006. Und wir fliegen übrigens diese historische Zeit. Wir haben jetzt bereits im Simulator um 4 Minuten die Zeit überschritten. Der Flug würde um 14:15 gehen. Also den Link, den ich euch gepostet habe, da stehen diese alten Fluginformationen von Dresden nach Stralsund. Das finde ich, oder fand ich sehr interessant, was mir der Steffen geschickt hat. Und dann ja, wäre das der Wind. So, ich schaue nochmal Stralsund an. Ja, da regnet es und das ist schön. 13, oh je, 2,17, 13 Knoten Wind. Oh, QNH 998. Hoffentlich kommt es nicht. Stürmen, also schauen wir mal. Wir fliegen einfach. Wir fliegen. Hallo Finn, guten Abend. Du meinst, der Steffen, das ist einfach die GPU. Ja, das sieht so nach irgendwie so ein Kasshof-Lastwagen. Genau, aber lassen wir uns das Teil hier starten. Wir schauen uns mal, was habe ich gesagt? 200, dann wäre hier der Take-off aus Runway 22. Dann gehen wir nachher alles da hoch. Dann würde ich sagen, ich starte mit der Kobu One Whisky Departure. Schön mal einmal 180 Grad so quasi um den Flughafen rum. Ja, das da. Hier eben die Viewer habe ich noch eingedreht, damit wir sehen dann, wie weit das sind. Eigentlich könnte ich noch Dresden eindrehen. 11435. Dann müsste das funktionieren. Ja, und ich schaue mal, wie gut, dass ich das hinkriege da manuell. Gut, dann glaube ich, haben wir es. Dann würde ich mal hier die Beacon einschalten. Die ist da hinten. Und dann starten wir das Fire System. Now Flights ist da. Dann macht man die Schalter muss ich noch schnell anpassen. Gut, das passt. Dann den APU-Lever auf 10%. Right Fuel Pumps gehen an. Also hier noch die Fuel Quantity, die darf ich nicht vergessen, weil das ist auch manuell. Wir haben 2070 ungefähr. Das sind in Kilogramm. Dann haben wir das. Fuel Flow Meter ist on. Fuel Status ist checked. Ja, das entspricht ungefähr dem. Dann würden wir den Main Switcher holen und uns die APU starten. Dann den auf Start und hier noch nicht vergessen, hier die Fire Open Valve. Und dann starten wir mal die APU. Da vorne beim GPS mache ich noch hier die Departure. Haben wir gesagt, die Cobus One Whisky. Genau. Und für Stralsund wäre dann die Arrival, ja, Gaspo to Tango.
Ungefähr. Okay, die APU läuft. Dann müsste hier oben die Switches umstellen können. Generator können wir jetzt hier auf, genau, APU Generator. Main Bosses ist da oben. Und dann können wir die Left Fuel Valves einschalten. Die warten bis auf grün sind. Power Levers sind auf Idle. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, würde ich gerne mal schnell meinen Trachior machen, weil das ist für mich jetzt besser in so einer kleinen Kabine. Ist eine bessere Sitzposition, vielleicht, ja, ne, passt. Wenn es euch schlecht wird, meldet euch, wenn es zu fest den Kopf verdreht. Dann schauen wir mal. Also, das wäre das hier. Machen wir die Türen zu. Also, den Cargo Hatch, den machen wir zu. Die Treppe holen wir rein. Broadcast. Und die Ground Power kann man abhängen. Die Türe zu ist gleich ruhiger geworden. Cover of Start Panel ist aufzuschließen. Ich muss noch einmal wieder schauen, wo hier die Lichter sind, aber wir sind sowieso im Dämmerungsflug. Left Spot. Genau, da sind die Lichter. Ah, das ist nur schon zur Info. Gut, dann würden wir Triebwerk Nummer noch Checkliste. Hier steht Nummer 1, dann machen wir die Nummer 1. Und QNH ist 1006. Die APU ist an, da stimmt alles. Fuel Pumps ist auch an. Hier die Triebwerk Nummer 1 hochfahren. Mal den Starter Switch, na, die linke Seite auswählen und hier den Starter können wir drehen. Dann fängt die Number One zu rotieren und wir schieben bei 20% den Thrust Lever auf ungefähr 18 bis 20%. Ich sehe jetzt gerade, ich habe da was vergessen. Grounding können wir, das Grounding-Kabel können wir wegnehmen. So. Der Autofielder ist jetzt green. Dann gehen wir wieder auf Idle, dann machen wir Number 2. Oh, das habe ich auch vergessen. Zuerst nach Checkliste gehen. Schön hier diese Vibrationsanzeige hier zuerst einschalten natürlich. Dann machen wir Triebwerk Nummer 2. Sollte das auch passen. Und bei 20% auch hier auf 18%. Und QNH1006, dann holen wir uns noch schnell hier die Info für QNH1006. Na,
für den machen wir das auch. So, plus minus. Und dann weiter geht's. Also der die Generators können wir jetzt einschalten. Dann können wir die APU Generator off. Hier schnell Generator left und right. Das sieht gut aus. AC Generator on. Und Wax 115. So, dann können wir noch diese Panels wieder zurückstellen. Hier machen wir zu auf neutral. Dann die Kappe schließen. Die APU schließen wir auch oder fahren auch herunter. Und die Fuel Fire Valves schließen, so sieht gut aus. Dann geht es weiter. Ja, mit den Generatoren haben wir, das passt. Dann gehen wir da unten. Ist lustig, hä? Ah, schön, Licht jetzt. Radioaltimeter, UVID, Taxi für Nose Gear auf On, auf Taxi meine ich. Das Auto Feeder Test, das lasse ich sein. Das letzte Mal habe ich den Motor abgewürgt. Wollen heute nichts mehr abwürgen. Dann brauche ich diese Seite noch schnell zu gucken. Das CFC, künstlicher Horizont, GDI, Wind. Switch on, IGV, Prop Mains ist was das, Inlet automatisch, genau, Anti-Ice automatisch, Icing Signal und dann VOR. Dann haben wir hier in Dresden eine Latitude von 51. Schalten wir das auch ein, die Bleeds Air gehen an. Come on. Dann die Pitot Tubes. Das ist auch da. Hallo Stone! Steve Lisbon, guten Abend! Also es gibt eine Tupolev 134. Hey, cool, cool. Ah, für P3D. Dann, wer ist dazugekommen? Das weckt Erinnerung, Steffen. Politbüro-Ausflug. Wolfgang. Genau, das ist... Diese Antonov ist eigentlich ein Werk von Felix ursprünglich und ist jetzt einfach modifiziert durch diverse User. Also hier ist diese Oleg-Version. Genau, da gibt es noch auffindbar die Community Edition, kann man irgendwie nicht mehr holen. Die ist irgendwie zu. Das war's jetzt eigentlich. Könnten wir fast texeln, ne? Da säuft er schon uns da die Kilogramm Kerosin weg. Die Levers sind zu, da machen wir Padding. Ne, das war richtig für den Anfang. Die 220. Schaut doch mal, ob jemand online ist. Dresden, ne, soweit ich weiß, erst der. Bremen Radar, okay. Dann würden wir den Autopilot einschalten. Oder zuerst Armen. Das ist diese. Und dieser Schalter.
Genau, jetzt ist sie ready. Da müssen wir auch ein bisschen warten. So, dann haben wir alles. Sizing-Signal wieder ist gemacht. Radio Altimeter ist on. Radar Switches sind noch nicht an. Das Wetterradar. Schauen wir Unicom. Glaubst du, es ist ein Taxi Outstand? Liegen wir von Dresden ab? Über November. Hotel. Dresden Traffic, Interflug 123, Donauf 24, Taxi to Holding Point, Runway 22 via November Hotel. Und dann werden wir mal loslegen. Beacon ist an, wir brauchen noch ABS. Und Landing Lights auf Taxi, dann würden wir los. Die APU ist aus. Geht mein Funk überhaupt? Sollte gehen. Gut, dann rollen wir. Gehen wir mal auf 20% hier. Ah, das geht noch nicht. Muss ich schnell. Sorry für das Geklicke. Ich habe noch die Gearblocks dran. Kann ich nichts auswählen. So, jetzt. Dann wechseln wir auf GPS. Und hier machen wir noch die Drop-on Clutch. Sonst bremsen wir. So. Die Kappe noch zu, so. Dann rollen wir. Ja, also die Texturen eben, die sind von, man merkt das auch bei der Tupolev 154, sind halt von alt. Es gibt auch Modifikationen, aber die haben bei mir mehr Fehler verursacht. Und das ist halt jetzt wirklich die Modifikation von den Benutzern. Eben jetzt hier diese Community Edition oder diese von Oleg. Dann sieht man schon, dass es andere Texturen sind. Viel, viel besser. Jetzt wieder ein bisschen das Gefühl bekommen. Waren wir stehen geblieben? Ich muss November hier, da gibt es dann eine Linkskurve. Linkskurve. Ja, also sie säuft schon ein bisschen. Da haben wir schon bereits ungefähr 200 Kilogramm verbrannt. Mehr sogar. Da noch ein bisschen Bremsen checken. Ja, jetzt ist halt ein Riesenplatz. Ein bisschen sportlich unterwegs. Eben, das ist immer ein bisschen, wenn man das Flugzeug, dann wechselt man in die Beluga oder in ein größeres und dann ist man. Genau, passiert das da. So, schön die Linie halten. Ich wollte noch das Wetter einschalten. Sie hatte immer so ein Rechtsdrift. Ja, wir fliegen übrigens auf 20.000 Fuß. Wir nehmen die volle Länge. Versuchen da ein bisschen da schön die Linie zu halten. Das müsste doch hier. Ja, die Clickpoints sind ein bisschen speziell. Ja, also wenn sie rollt, dann geht sie nach vorne.
dann rollt sie einfach. Sorry, ich mache schnell die Barking Brakes an, weil sonst fliege ich da irgendwo noch zur Wiese hoch. Ah, jetzt. Jetzt ist sie eingeschaltet. Genau, so, dann synchronisieren wir nochmals die künstliche Horizonte und alinieren nochmals den Kompass hier. Und dann hier den Wetterradar. Brauchen wir wahrscheinlich erst in Stralsund. So, ich habe jetzt nur die Bremsen gelöst, eben das ist fast mit 10% rollt sie weg. So. Sehr gut. Genau, Felis weiterentwickelte Antonov. Guck noch schnell ins Radar rein, damit da nicht irgendjemand von mir abgeschnitten wird. So. Oh, die Bremsen gehen nicht. So, jetzt. Hallo Kaustreifen, Servus, come off! Jawohl, grüezi. Eben und alle, die ich. Der Technik ist auch da. Hallo, Servus. So, alle, die ich verpasst habe, herzlich willkommen. Und ja, jetzt schaue ich noch kurz, wie gesagt, im Radar. Da ist keiner im Anflug. Das 1 to 8 dann für die nächste Runde. Das schaue ich mir auch schnell auf dafür. Später. Seven Five Bremen. Okay, seid ihr bereit? Wir haben Ride Free und ich bin eigentlich noch nicht bereit. Ich würde jetzt schon mal die Landing Lights einschalten. Hier oben den Transponder machen wir 1000. Genau, das ist jetzt funktioniert. Transponder ist on. UNH ist set und wir fliegen jetzt eigentlich geradeaus und eben diese Strecke hier bei Dresden VOR werden wir nach rechts dann Richtung Nordwesten fliegen und dann einfach quasi so mal um den Flughafen. Hä? Also dann machen wir jetzt mal das Line-Up, Dresden Traffic, Interflug 123, Line-Up Runway 22. Dann, danke Student Pilot, genau, der Autopilot fliegt das GPS nicht nach, das muss man manuell machen. Nicht, dass ich da wirklich einem etwas abschneide, hier Runway 22, da muss ich mal richtig sitzen. Der Flug sollte ungefähr auch so irgendwie 50 Minuten dauern. Ne? Wir haben genug Runway für uns, auch wieder da schnell auf Take-Off wechseln. So, dann haben wir Flight Controls noch schnell. Eben, das ist halt nicht alles schön nach Procedures. Das ist ein Flugzeug, was man mit Share Cockpit fliegen muss, weil man vergisst, es hat einfach viel zu viele Sachen. Okay, Release Props ist mit Set, Gyros sind gesetzt, Flaps 15 habe ich auch vor lauter Schwatzen nicht gemacht. Dann Turn-Modus ist aktiviert, sehr gut. Flaps gehen dann auch, ja. Gut, Dresden Traffic Interflug 123, Takeoff Runway 22. Dann hätten wir das.
Stimmt's. Geben wir mal 50 kurz und dann 95. Okay, Speed is live. Und Rotate. Geht ab. Sie hat eine leichte rechts, so ein Rechtsdrill. Und wir den Autopiloten einschalten. Da müsst ihr jetzt alle diese Positionen halten. Autopilot ist an, der Punkt ist grün. Genau, wir fliegen jetzt die Richtung mit diesem GDI-Modus. Ja, korrigiert er. Jetzt geht er wieder ein bisschen nach rechts. Genau. Und sehr hoher Pitch. Wir müssen ein bisschen runter pitchen. Sind ungefähr über 2000. Geschwindigkeit ist jetzt 240 Stundenkilometer. Müssen ein bisschen Geschwindigkeit holen. Hier ist unser GPS, unsere GPS-Route. Wir sind ein bisschen weiter. So, hier noch den, die Gear auf Neutral. Gut. Dann können wir jetzt Flaps ab. Ab 300 Stundenkilometer. Okay, Flaps ab. Ihr Autotrim. Wir haben vorhin, ich habe glaube ich die Trimmung vergessen. Kann das sein? CG Mac. Come off, die IL-14. Ja, und die Ding gibt es ja, die JAC-40, die wäre auch so mal ein schnuckes Flugzeug, gell? Vulpis, hallo! Und der Benedikt. Habe ich dich noch nicht begrüßt wahrscheinlich. Hallo Jimenez! Willkommen im Stream. So, jetzt schauen wir hier da schön Dresden. Das sind übrigens ein bisschen andere Wolkentexturen. Mal schauen, was die Maschine macht. Wir gehen jetzt direkt auf 20.000 Fuß. Sollen wir das Coordinate noch setzen? Das passt soweit. Wir sind ein bisschen versetzt auf der rechten Seite, aber Steigung ist okay. Zwischen 5-7 Meter pro Sekunde, 8 jetzt. Aber die Geschwindigkeit ist gut, ist nahezu 400 Stundenkilometer, das passt. So, jetzt gehen wir da nach rechts. Und zwar gehen wir 320 für den Anfang. So, ungefähr. Hä? Dann Transition Altitude ist 5000. Wir haben sie bereits überschritten. Machen wir QNH Standard. Während dem Steigflug Motoren 95 oder ich gehe jetzt so unter ein bisschen auf 90%. Unser GPS-Weg. Jetzt werden wir schön mittig. Jetzt gehen wir wahrscheinlich werden wir ein bisschen drüber hinaus schießen. Ja, bis jetzt aber gut. Das ist jetzt der Kurs 320. Diese Linie da.
nächster Wegpunkt oder nächster Schwenker wäre Kurs 030 nach rechts. Seht, auf der linken Seite haben wir einen 10 Kilogramm weniger. So, wir können auch die Landing Lights wieder retracten und die Landing Lights off. Genau. Ja, das ganze Flugzeug, das kann ich auf off hier, auf dort auf neutral. So, jetzt sind wir ungefähr auf dem GPS-Weg. Okay, dann gehen wir Richtung Stralsund jetzt. Auf dem Weg wird uns noch im Bremen Radar anfordern oder anrufen. Und schauen wir mal, was man mit der Landung, wie man da die Landung machen kann. Ich könnte jetzt nachher mal das Trackier beenden. Genau, so. Gut, dann ist es jetzt relativ friedlich. Ja, also Kamov, du hast es geschrieben, die EL-14, das sind sehr interessante Flieger, aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich die, ich bin immer noch an der JAK 40, die ist auch von Felis, ist auch Freeware, sieht auch gut aus, aber da muss ich auch noch ein bisschen üben. Eine Antonov 26 für X-Plane 11. Mad Flight Studios. Hey, merci für den Tipp, Pilot, weil die Antonov 26, das wäre mega cool. Genau, jetzt sind wir ziemlich weit nach rechts versetzt. Jetzt gehen wir halt da noch, wir könnten noch ein bisschen hin und her korrigieren, damit wir ein bisschen hier die Kurve bekommen. Ich setze hier auch noch schnell die Info, die QNH auf Standard. Das wäre dieser Schalter da. Und auf dieser Seite ist dieses Höhenmessgerät. Das mache ich auch auf Standard. So. Dann habe ich hoffentlich noch nichts vergessen. 10.000. Passt. Geschwindigkeit ist immer noch okay. Wir können ein bisschen runterpitchen. Immer noch zu weit. Rechts, dann kommt die nächste Kurve. Jetzt könnten wir eigentlich schon die Kurve einleiten. Auf die. Ja. Ich denke, hier können wir jetzt mal. Weil der Wegpunkt kriegen wir nicht. Auf die 030. Und dann machen wir direkt, muss ich doch ein bisschen schnell anzoomen, Oskan. Nein, nicht so, wie ging das so, hä? Direkt Oskan, ja. Genau. Dann bei Oskan geht es weiter. Der Bremen Radar ist nicht für uns zuständig. Ja, der wird mich aufrufen, denke ich. Weil ich weiß nicht, ob die. Gut, wir sind jetzt da alleine. Mal schauen. Wegen der Höhe. Jetzt muss man schauen, wir steigen immer noch ziemlich stark, aber die Geschwindigkeit ist gut. Also, wir können, ihr seht das eben, als die das noch nicht gesehen haben, wir müssen das manuell machen. Also das ist eigentlich alles so wie semi-automatisch. Wir haben zwar GPS als Anzeige, Autopilot haben wir auch, aber wir müssen hier alles eigentlich nach Faden einstellen. JAK 40 ist relativ einfach, sagt Vulpis. Das ist okay. Ja, eben, sicher ein Flieger, das, was sicher mal angeschaut werden sollte. So, diese Geschwindigkeit passt, Kurs passt. Und die VOR-Anzeige für VOR. Wo ist das? Das haben wir gesagt. Wax DND. Das müsste hier sein.
Aber die 1. Mal schauen. 114 zeigt jetzt nach rechts. Wir können hier noch den Kurs eindrehen, was wir fliegen. Dann wissen wir ungefähr, wo das Teil ist. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, ich schaue mal das so. Machen dann gleich Außenansicht. Er hat dich auf Unicom zurückgeschickt. Ja, dann bleibe ich mal auf Unicom. Mal schauen. Dann sagt er wahrscheinlich einfach nichts. Ja, sonst ist da nicht wirklich jemand online. Ja, jetzt fliegen wir halt mit Stundenkilometer. Oskan, dann Robus. Und dieser ist auf 07 oder 08 besser gesagt, machen wir 08. Wieder ein bisschen rechts versetzt. So ein bisschen hin und her korrigieren. Und pitchen nochmals ein bisschen mit der Nase runter, sodass wir jetzt eigentlich auf 4-5 Meter pro Sekunde steigen. Vielleicht auch weniger, weil er muss jetzt, er darf schon schneller werden. Jetzt auch gleich bei Oskan. Schauen, ob er den Wegpunkt wechselt. Ich fliege, nein, er wechselt es nicht, also was haben wir gesagt? 080. Ja, man muss schön über den Wegpunkt fliegen, weil sonst wechselt er das nicht. Kobus ist zweimal drin, wahrscheinlich. Ja, machen wir das da. Dann bei Kobus eine Linkskurve Richtung Norden. Da geht es alles geradeaus, wie ich es vorhin am Anfang gesehen habe. Dann wieder leicht nach links und dann. Sind wir auch bald da in Stralsund. Ich habe übrigens in Stralsund gerade noch heute Nachmittag kurz eine Szenerie runtergeladen. Ich dachte zuerst, ich nehme die nicht, weil die ist von 2013. Dann habe ich aber die Gateway-Szenerie gesehen, die ist halt einfach leer. Beziehungsweise es sieht auch nicht schlecht aus, aber die Stralsund, die von 2013 sieht doch besser aus als die Gateway, obwohl sie eben jetzt älter ist. Es gibt eine schöne Bushaltestelle, habe ich gesehen. Es gibt eine wirklich schöne kleine Flughafen. Und ja, es ist ein bisschen detaillierter. Und gar nicht so schlecht. Die passt sehr gut in die X-Plane 11 Welt, auch wenn sie von 2013 ist. So, mache ich mal hier noch kurz die Charts zu. 16, das Flight Level 170 und dann fliegen wir weiter. Ja, okay. Der Wind haben wir in 13 Knoten angegeben. Aus Windrichtung ist 210. Haben wir vorhin gesehen. Aktuell ist Regen weg. Wir haben 13 Knoten immer noch. Dann würde ich die Runway 27 nehmen. Passt. Man muss auch ein bisschen mehr mit dem Pitchen üben. Geschwindigkeit sieht auch noch gerade. Jetzt so steigt sie wunderbar, oder? Mit dieser Nadel hier schön stabil
Geschwindigkeit ist gut, die darf ruhig auch ein bisschen über die 400 Kilometer pro Stunde gehen. Also einfach hier gibt es, glaube ich, noch so einen Zeiger. Aber so sieht es nicht schlecht aus. Und jetzt muss man halt einfach wirklich so, fliegt man GPS, man muss immer dem nach. Wir haben übrigens einen RNAV Approach, was nicht geht mit der Antonov. Auch das habe ich gestern Nacht noch wir haben ein Produktiv-Upgrade gemacht, oder sind noch dran. Ich habe jetzt auch meine Aufgaben gemacht und ich habe gestern Nacht dann um 2 Uhr morgens noch hier Charts anfangen zu lesen, so zwischendurch mal, aber glaube, man müsste dann halt einfach, weil RNAV geht mit der nicht, also wir haben keine Anzeigen, wir müssen das wirklich noch Charts machen. Ja, jetzt schauen wir mal. Was der Raul, hallo! Und ich bin's, guten Abend. So, das passt eigentlich. Eben vom Bild her passt's, oder euch? Sonst einfach melden, wir müssen jetzt nach links. Ich hab's schon. Wenn man da nicht aufpasst. Und zwar ungefähr 350. 350. Ja, wir sind dann schon versetzt. So, jetzt fliegen wir Richtung Norden. Steigleistung sind 60-70. Was 60-70? Was meinst du damit, Vulpis? Vielleicht Meter. Was denn? Jimenez, ich weiß nicht, ob ich denn deinen Namen richtig ausspreche. Du hast das in Kuba geflucht, das Flugzeug. Da bist du mit der Kubaner geflogen. Die hat die, glaube ich, noch, oder? Das ist, muss wieder ein bisschen. Jetzt hätte die Geschwindigkeit getrunken, also. Wir sind auch bald da. Das hat das Flugzeug aber so einen Level-Off-Knopf. Jetzt warten wir einfach, könnt auch noch ein bisschen runterpitchen. Und dann drücke ich hier einfach diesen Knopf und dann bleibt er stehen. Und bei dieser Höhe, wo ich dann den Knopf gedrückt habe. Genau. Bild ist gut, sehr gut. Jetzt steigen wir nur noch langsam. Haben wir dann Außenbild. Das ist das Schönste eigentlich. Ja, oder? Also die Texturen, wie gesagt, die Livery kommt aus der also Community Edition. Weil es gibt eine Interflug-Livery, aber das ist wirklich uralt, das ist von 2009. Die nicht nehmen, also die Community Edition. Die passt da eher rein. Also die ist viel besser. So. Langsam. Und jetzt machen wir einen Level-Off und dann nehmen wir die Triebwerke dann auch langsam zurück. Sie sind immer noch auf Thrust-Modus. Und jetzt, lustigerweise, sind wir gemäß GPS ein bisschen versetzt, oder? Ja, aber hier auf der Linie. Ja, das geht hier durch. So, da ist Fürstenwalde VOR, das Foxtrot Whisky Echo. Dann können wir hier mal dieses, das ist eben ein bisschen Gewöhnung am Anfang, das Radio nehmen. Fürstenwalde ist 113, das heißt, wir müssten hier den Zeiger im Norden haben. Das
Nee, nee. Da, das sind unsere Zeigegeräte. Also das ist das, was wir hinten hier sehen. Hier, damit wir nicht jedes Mal den Kopf verrenken. Und hier das VOR müsst ihr hier einschalten. Einfach, dass er das anzeigt. Und wenn die VOR auch ein DMI hat, muss man das da oben auch noch eingeben. Also Fürstenwalde wäre jetzt 113 Decimal 3. Und jetzt müsste hier die DMI uns, genau, VOR2, diese da, der Zeiger, und wir sind noch 75 Kilometer weit weg. Genau, packt die Antonov 24 aus, weil, ja, sie macht schon mega Spaß, aber ja, es ist auch stressig, aber cool, also es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein gutes Flugzeug, also für das, was die Freeware ist, ist fantastisch, oder? Eben, man kann richtig, richtig viel machen mit der. Man lernt auch viel, eben, es gibt da noch dieses Noran, und dann gibt es noch diesen Schieber, wo ich auch noch bis heute mich nicht drum hab kümmern können. So, jetzt sind wir ziemlich weit rechts versetzt, dann korrigieren wir ein bisschen. Also ich könnte das zum Beispiel hier über das TDI, ich könnte das auch hier umschalten auf die Turns. Auf das Turn ist wie so ein Drehschalter, aber ich habe das auf Buttons gemacht und es sieht, ja, es ist ein bisschen, auch da halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man bräuchte mal so ein, wie so ein Tiller am PC, wo man rumdrehen könnte, irgendwie so eine Space Mouse oder sowas. Das wäre cool. Kobus hat er jetzt natürlich auch nicht eingefangen. Beziehungsweise ausgelassen. Gerga wäre der nächste Wegpunkt. Dann machen wir halt direkt Gerga. Ja, und jetzt bleiben wir hier mal so. VOR ist vor uns. Die nächste wäre dann Friedland. Der gute alte Rechenschieber, genau. Ja, genau, ich bin schon neben Berlin. Wir machen jetzt Außenansicht. Lotsenmäßig ist da wirklich nichts los. Ich darf unter seinem Radar fliegen. Und ja, machen wir mal kurz Außenansicht. Hey, Samu, Sally! Stone, dann kannst du es mir ja mal erklären, wenn du die Muße hast. Mir das und ich genug Hirnbesitze, um das irgendwie zu verstehen. Berlin unter der Wolkendecke. Ja, da oben ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Wetter. Also Dresden war richtig schönes Wetter heute in dem Fall. Ja, das stimmt, das Student Pilot sagt, dass die von Felis, die werden kostenlos, jedes Mal, wenn er, im Moment kostet die Tupolev was, ich weiß nicht, aber die Boeing 747, die er machen ist, die ist ja auch kostenlos, von dem her. Was man auch machen muss, ist jetzt natürlich dann den Top of Descent berechnen. Das sind übrigens die gleichen Wolkentexturen wie das letzte Mal. Und der Unterschied ist jetzt, ich streame mit diesen Angaben, was ich. Es ruckelt auch weniger, ich sehe es jetzt am Stream. Das war ziemlich ärgerlich, als ich das jetzt rausgefunden habe. Der vorletzte Stream von Cockpit Lyrics war dasselbe. Als er im Stream dann quasi seinen Reshade zeigen wollte. Der gleiche Effekt habe ich auch mit dem Streamlabs OBS, aber wenn ich die Reshade aufnehme, dann hatte ich 40 FPS im Sim und bei euch kamen irgendwie 17 an. Und das hat dann mich schon ziemlich frustriert, wo ich das nachher dann angeschaut habe, gesagt, das kann man nicht anschauen, so, oder? Das sind
Aber jetzt habe ich es herausgefunden, jetzt habe ich halt dieses komische oder diesen hässlichen gelben Rahmen um den Sim, aber das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Ja, ne? Hauptsache ihr habt gute FPS und ich habe sie auch. Diese 60 FPS muss ich aber, glaube ich, runterschrauben wieder auf 30. Das spielt keine Rolle, weil er zieht schon recht viel Rechenleistung ab, das OBS jetzt. Also mit der Flight Factor wüsste ich nicht, ob das so einfach funktioniert. Genau, also die 747, die 200 ist es, ja, genau. Ja, so habe ich gemeint, hätte es mal announced, dass sie kostenlos wären. Ah, sagt der Student Pilot, dass sie nicht Freeware ist, danke. Ja, dann kostet sie halt was, dann wird eben wahrscheinlich die Tupel F kostenlos sein. Vielleicht. Genau, ich gebe da noch schnell das Radio ein. Und zwar wäre Friedland 117. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist aber diese Klickpunkte, wo ich das Track-IR wieder ein. Dann geht das hier, glaube ich, besser. Genau, man muss irgendwie den richtigen Punkt finden. 11715. Weil hier für diese nach der Kommastelle muss man hier klicken. Also das ist schon, um es quasi zu reduzieren. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, Climb Throttle Position 65. Genau, das stimmt, ja, was du sagst. Das ist, da muss man ein bisschen runterschrauben. 65 wäre so, das wäre für das Climben und jetzt wäre. Das habe ich vergessen, ja, das stimmt, hast du recht. 55 so ungefähr. Ja, aber soll einfach immer auf 400 bleiben. So, jetzt haben wir hier eine schöne Aussicht noch auf die Stadt da unten. Genau. Ich kenne mich absolut nicht aus. Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre irgendwo in Berlin. Ja, die Wolkentexturen. Also ich bin mit dieser sehr zufrieden. Also ich habe vorher eigentlich die Fahne hochgehalten mit diesem UltraWeather XP, aber ich muss meine Meinung muss ich ändern. Also über diese Payware im Moment finde ich keine wirklich gut. Da habt ihr über die Foren zig Möglichkeiten. Was ich auch ausprobiert habe, ist Enhanced Cloud Shape. Und ich muss sagen, für das eine Freeware ist, sind das volumetrische Wolken also sicher 100 mal besser als die von Xenviro, also was die Performance angeht. Das sieht zum Teil schon noch körnig aus, aber ja, zieht FPS, aber was im Moment an Payware rumliegt, das müsst ihr nicht kaufen. Was ist das da? Ach doch, wir haben ja Avitab. Stimmt. Dann könnten wir schauen, aber ich muss immer ein bisschen aufpassen, wo wir stehen. Ne? Das ist Gerga. Jetzt muss ich aber nachher schon ein bisschen rechnen noch heute. Für den Gopso 4000, bei Tepdu 4000. Ja, was gebt ihr mir? 4000, das sind 16 mal 3, das sind 32, 48. Und dann noch umrechnen in nautische Meilen, Kilometer. Fahren wir einfach ab unten, bei 100 Kilometer. Mache ich 100 Kilometer bei Friedland 117. Friedland 117.
1-5. So, dann haben wir noch. Oh, das ist aber bald. Ah nein, dann habe ich ja noch eine Strecke zu fliegen. Ob ich kann runter auf 4000, stimmt das? Ja, wir gehen mal bei Friedland. Ist noch 150 Kilometer weit entfernt. Ist jetzt auf dieser Anzeige, also ein bisschen weiter rechts, die VOR. Wir brauchen ungefähr 80, 90 Kilometer. Ihr könnt mich gerne korrigieren oder nachrechnen. Ich versuche jetzt die Top of Descent zusammenzurechnen. Hallo Daniel, servus. Top of Descent, Unterschied mal 3. Habe ich das richtig gerechnet? 32, 48, doch. 48 nautische Meilen und ungefähr 2,1, 2,2. Könnte auch spicken wieder mal. Das sind 48 in Komma. Nicht Nanometer, sondern Seemeile. Ja, genau, 88, da war ich gar nicht so schlecht dran. Dann würde ich sagen, machen wir den Top of Descent. 80 Kilometer. Wir haben aber dann noch eine relativ lange Linkskurve. Können wir hier bei 60 Kilometer können wir mal langsam sinken. Alles natürlich Handgelenk mal Pi. Da oben. Ja, das sieht man halt im Garmin schlecht, oder? Da oben machen wir eine Linkskurve, oder ich mache das anders. Ich zeige euch einfach hier die Charts, genau. Also Charts nicht, aber die Flugroute. Hier ist die VOR Friedland, was ich jetzt aktiv habe, ab der 1, genau. Und ungefähr 60 Kilometer davor beginnen wir den Sintflug. In da Richtung Gefni, dann nach links. Und hier bei Gaspo, das ist auch noch Lage, das habe ich auch noch drin, weil wir, wenn wir in der Kurve kommen, werden wir so eine Kurve machen. Und bei Gaspo 4000, nicht bei Gaspo 4000, einfach bei Tep Du, Minimum Hold Altitude ist 4000. Was sollte eigentlich genug Zeit sein? Gibt es noch die Trend VOR? Flughafen hat, glaube ich, gar keine VOR, habe ich gesehen. Ich habe da nichts gefunden. Da müssen wir wirklich visual. Naja, ich versuche es. Versuchen wir es einfach. Wird spannend, denke ich. Hallo Heinz, servus! Friedland liegt südlich von Neubrandenburg. Und Neubrandenburg müsste etwa die Hälfte zwischen Berlin und Stralsund sein. danke Steffen. Ihr seht, oh! Ist das Berlin-Tegel? Nee, oder? Ich hätte jetzt gesagt, ja. Schauen wir mal auf Volanta. Tatsächlich. Ist Berlin-Tegel. Ja, eben leider kann ich, also da kann euch der Steffen sagen. Der Steffen, ich weiß nicht, Steffen ist diese Strecke wahrscheinlich mal geflogen. Ein bisschen links versetzt, korrigieren wir ein bisschen. Das muss man auch aufpassen, das ist jetzt eine Linkskurve und ich muss nach rechts, also das ist meine Flugrichtung und ich möchte zu dieser Nadel, also hier eine Rechtskurve. Er fliegt jetzt nach rechts und das am Anfang muss man da auch ein bisschen achten. Rostock-Lage wäre der Ausweichflughafen. Also der, als alternativen Flughafen habe ich
Eringsdorf angegeben. Da hat man das Samu gestreamt, da bin ich mit ihm mit. Und das gibt, glaube ich, von Captain Seven, also wirklich eine sehr schöne Szenerie. Ist, glaube ich, im Forum auch gratis. Das wäre der Ausweichflughafen. Oh, was ist das für ein Schalter? Ist das ein Testschalter? Den drücke ich jetzt lieber nicht. Genau, was ich beim letzten Mal in Innsbruck fast also vergessen hatte und fast die Landung verheizt habe, war hier diese Probe Unclutched Pitch. Also das, diese Pitch-Schalter, die muss kurz oder beim Touchdown muss das ausgeschaltet werden, damit die Rotorblätter quasi in, sag ich mal, in Off-Position gehen und so das Flugzeug abbremsen. Und darum bin ich fast eben ungebremst wieder in die Inn, oder? Innsbruck hat den Fluss, die Inn. Ist das die Inn? Ja. Geografiestunde heute ist sicher nicht meine Spezialität. Genau. Also das ist auch wieder so ein Mischmasch-Modus, wo ich verwende. Genau gleich, was ich gewechselt habe, ist die Himmeltexturen sind von FS Enhancer. Die Wolken sind von FlyAgi. Und der Rest macht das FlyAgi Tweak Utility. Und ich finde es schön, ich finde es einfach Hammer. Und dann natürlich mit den Reshade. Ich habe jetzt nicht das Bait Preset genommen, weil das ist mir jetzt selber auch zu grell. Ein bisschen nach rechts. Genau, die ADF-Antenne kann man drehen, da hast du recht. Und das Wetterradar, du meinst jetzt hier den Winddrift ausrechnen. Ich glaube, das ist dieser Schalter da oben, oder? Das ist ein bisschen. Oh, ist das Kirillisch da drunter? Ja, das stimmt. Off. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch so hier diesen Sektor, was man angeben kann. Also das Flugzeug ist echt cool, eben. Das ist auch so ein bisschen wie die Tupolev. Man hat viele Knöpfe, die man noch entdecken kann. Das ADF, das kennen wir schon. Das habe ich letztes Mal. Könnt ihr hier die Frequenz, da muss man auch rechnen, ADF-Frequenzen. Hier die ADF-Frequenz plus diese Frequenz ergibt quasi die ADF-Frequenz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 200 haben will, dann muss ich hier feinjustieren. 120 plus 80 gibt Frequenz 200. Und wenn ich das auf die Nummer 1 speichern will, muss ich einfach hier mal klicken, hier und wieder zu. Und jetzt ist das gespeichert und ich muss es natürlich noch einschalten, dann funktioniert das auch. Und jetzt hat er hier die Speicher 2, Speicher 1 ist wieder die 200. Also Hammer, oder? Funktioniert. Passt. Ich sehe jetzt eben gerade, dass da irgendwie Texturen nicht irgendwie schön sind, aber. Okay, dann haben wir APK. Wir gehen wieder ein bisschen weiter nach links. Eben, wir machen immer so eine kleine Schlangenlinie. Dann Teldo. Wir machen jetzt direkt Teldo. Direct und Activate, dann 337. Ja, können wir noch ein bisschen nach links korrigieren. So, wie viel haben wir noch hier in 80 Kilometer? Was haben wir gesagt? 60 fangen wir an zu sinken. Ja, in der Inn, danke. Die Winddrift, also ich kenne es von der Tupolev, wie man die Windanzeige dorthin bekommt. Da müsste ich wirklich wieder im Handbuch nachlesen. Eben das Handbuch ist auch ein ziemlich, also es gibt drei Manuals, eben das Shoran,
Das ist so ein Kurztutorial. Die Drehschalter nach unten, sagst du. Eben, dann musst du wieder diesen Clickpoint finden. Ah! Was heißt das? Das ist Methods. Da ist wirklich noch die kyrillische Dings darüber, hä? Drift. Ah, jetzt. Ah, so cool. Jetzt haben wir den Drift drin. Das ist, hey, merci. So cool. Das ist aber cool. Das ist unser Winddrift. Jetzt ist die Frage, wie driften wir? Ja, wir driften nach rechts weg. Stimmt das? Wir müssten jetzt ein bisschen weiter links korrigieren. Schauen, wie sich das da verhält. Ja, das sind, was habe ich? 2 Jahre? 1 Jahr? Ja, also diese Version folgt dem GPS eben nicht, Steffen. Also die ist so, das ist so beschrieben. Die GPS folgt der nicht. Es gibt... Also, korrigiert mich gerne. Ich habe da alles soweit gelesen vom Autopilot. Das auf Turns und dann hier auf GPS. Und dann haben wir die GPS-Anzeige hier im, in dieser Anzeige. Wüsste ich nicht. Ich glaube, sie mag GPS nicht mitfliegen. Eben, wie ist sehr manuell. Hallo Elias Fink. Elias Fink ist übrigens, der hat mir einen Tipp gegeben mit diesen Enhanced Cloud Shapes. Eben die Enhanced Cloud Shape habe ich mal angetestet, aber ich werde sicher mal ein Video über das machen und zeigen. Der Q8 Pilot, der hat das auch in einem Video sehr schön gezeigt. Also das ist diese volumetrische Wolken. Ja, landen ist aber schwierig. Also ich kann das auch Teil auch nicht perfekt landen. Das ist, man muss dermaßen auf die Geschwindigkeit passen, weil wenn sie wirklich unterhalb 200, und hier ist die 200 Anzeige, ich habe immer diese Zeiger als 200, oder? Also wenn ich da drunter bin, bin ich schon auf 180 Stundenkilometer. Aber dieses Gerät oder diese Anzeige muss wirklich hier, darf diese 220 nicht unterschreiten, sonst habt ihr einen Backstein zum Fliegen. Und ich muss mehr mit der Trimmung arbeiten. Also bei Innsbruck musste ich wirklich die Jocke da runterziehen und ich hätte da mehr trimmen müssen. So, wir haben 50 Kilometer, dann würden wir ein bisschen runterpitchen. Können wir das ein bisschen, 50% mache ich mal, dann gehe ich mal nach unten. Wir sind immer noch zu weit rechts und jetzt gehen wir nach links. Also dieser Drift, das gefällt mir. Das ist, also ich nehme jetzt an, das ist unsere Richtung. Und das ist so, wie wir vom Kurs wegdriften. Was sind das? 10 Grad, 5, ja, 9 Grad. Das ist also wirklich cool. Wir haben jetzt aber auch irgendwo einen Sturm, habe ich gesehen. Ja, genau, da gibt es eigentlich vor uns eine, ein, ja, ich sag's mal, Regen. Ja, jetzt werden wir schneller, jetzt können wir das ein bisschen runter. Ich mache das mal auf 35%. Das ist jetzt zwar wirklich ein ganz schöner Tipp, das wusste ich jetzt nicht. Mal schauen, ob das, das sollte eigentlich in der Tupolev dann auch gehen. Das habe ich gar nicht verwendet. Ich dachte immer, das waren nur 2 Schalter, Meteo, Ready. Und dann habe ich auch nie mehr nachgeschaut. Ja, jetzt müssen wir wieder nach rechts korrigieren. One, three, four. Ein bisschen so. Ungefähr.
Ja, ihr seht es dann auf dem Volant, da könnt ihr mich verfolgen. Ich sehe da schon, wie ich da im Zickzack hochfliege. Ah, das da, das ist der ADF-Kompass. Also die Nummer 1, das ist dieses Gerät, die hat jetzt halt einfach eine falsche Frequenz. Ja, die findet jetzt nichts. Ihr müsst jetzt nachschauen. Und darum dreht sie da ein bisschen im Zeug rum. Also das ist ADF, also das nicht genaue Beacon. Und ja. Da müsste ich auch noch mal in die Charts schauen und mir diese Frequenzen auflesen oder auflisten. Jetzt haben wir eben in Stralsund kein ADF, also kein NDB. Und darum spult er da rum. Die 2 spult nicht rum, ich könnte sie auch wieder ausschalten hier auf Off. Dann bleibt sie so stehen. Also wenn das stört und irritiert, dann schaltet sie aus. Dann haben wir die, ihr seht wie ein kleines Grundrauschen von einer Frequenz. Man kann auch die Antenne auf Antenne gehen und dann würde man das Morse-Signal hören. Aber ja, wir haben jetzt hier keins. Neun Grad nach links drehen, um die Nase gerade zu halten. Genau. Dann habe ich sie richtig verstanden. Also wenn das jetzt so wäre, 9 Grad, dann... Also dann habe ich es... Das ist aber echt cool. Dann müsste man das hier so ein bisschen leicht korrigieren. Ungefähr 9 Grad, vielleicht ein bisschen weniger, weil wir sind schon relativ weit links. Dann können wir ein bisschen... Kann man so mit dem Wind oder gegen den Wind fliegen. Das ist echt ganz cooler Tipp. Danke dir! Gefällt mir. Da kommt Ritef. Hier kommt die, wie heißt das schon wieder? Friedland VOR. Dann, was mache ich jetzt da noch? Jetzt doch da mal zurück auf die 10825. Die müsste dann auch bald mal sicher sein. Sichtbar. Ja, Sinkflug sollte ungefähr so sein, eben auch da mit 400 Stundenkilometer zwischen 4 und 5 Meter pro Sekunde gemäß Handbuch. Genau, der Radiokompass, da steht's ja. Genau. Emergency Brake. Ja, bei dir, also eben, sie wird nicht langweilig. Also letztes Mal war es, das ist jetzt gerade entspannt, aber letztes Mal in Lowy, wo der Lotse mir dann noch gesagt hat, ich soll einen Hold fliegen, da habe ich schon noch kurz gedacht, hoffentlich kommt das gut. Der Doppelradar zeigt es auch. Ja, ich muss mich definitiv mal mit diesen Wettertools in der Antonov auseinandersetzen, weil da gibt es auch wieder so ein Kursrad. Eben, das ist genauso wie bei der Tupolev, dass die NVU in der Tupolev, das ist etwas, was einfach, da wird es euch nicht langweilig, während dem ganzen Flug nicht. Aber dort hat man wenigstens die Möglichkeit, dass der Autopilot dem GPS folgt und auch relativ ja, sauber fliegt. Also dem GPS nachfolgt. Und hier muss man das dann einstellen. Okay, fliegen wir nach links. Two,
Ja, da oben ist die Kabinen, das Kabinenlicht übrigens da. Das ist auch noch da. Also Lage ist 108, 1,5. Zeigt aber nicht an. Okay. Performance ist gut. Minimums. Wo ist der Radioaltimeter da? Ist 400 Fuß, 408 Fuß, Sekunde 20 Meter ungefähr. Das sind aber 200 Meter, 200, 300, 120 ungefähr so. Was haben wir für eine Transition Flight Level wäre bei ATC 5000 bei 5000 und jetzt haben wir QNH. Oh, es regnet wieder ein bisschen. 13 Knoten immer noch stabil. QNH 997. Tiefer, desto mehr gewitterig. Ja, das wird spannend mit dem mit der Wolkendecke. Also bis Tep Du nicht unter 4000. Dann nach links, ziemlich Kurs Norden von Tep Du aus auf Bravo Hotel 439er. Damit ihr auch da seht, was ich da schwatze, eben das sind 4000, ich gehe hier von Tep Du 4000, dann bei 3,5 Meilen von BH439, ab da kann ich auf 2300 sinken, dann auf 268, bei Basug 1700, dann ab Basug 3%, 3%, 3 Grad. Und jetzt habe ich mal einfach die LNAV Minimums genommen, weil wir fliegen nicht, oder wir können ja nicht mit dem LNAV VNAV fliegen. Ja, das kommt schon gut. Wir könnten auch Circle to Land machen. Ja, Runway ist dann halt relativ kurz, wie gesagt, Aufsetzpunkt, die treffen, sonst wird es ziemlich knapp. Gucken wir mal. Noch 12.000. Lex, ja, das kommt gut, das ist von der Höhe gut. Wir können noch ein bisschen mehr runterpitchen, ein bisschen runter mit dem Thrust und pitchen wir auf 4 Meter pro Sekunde runter. 5 Meter ist auch gut. Darüber. Gut. Oh, danke, SynPilot. Dann machen wir Transition Flight Level 7.0 bei QNH. 997. Okay, bei 5000. Was war das?
Aber das war nicht für mich bestimmt. Das richtige Wetter, um in den Norden zu fliegen. Okay, jetzt kommt der nächste Wegpunkt, da darf ich nicht verpassen. Jetzt noch rechts. Shoran, Menü links, auf Shoran und auf, ah da, Hochspannung. Ah, da gibt es Power On. Ja, fantastisch, eben. Ja, cool, weiß, wird mir nicht langweilig. Man hat wieder was gefunden zum Üben. Danke dir. Elias Fink, nein, ich nutze es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht Enhanced Cloud Shape. Und ich muss jetzt noch rechts, sonst verpasse ich wieder die Ausfahrt. Das war links. Jetzt mache ich da hier so einen Bogen. Gaspo. Warte mal schnell. 0 0 8. Ah, okay, Gaspo da oben. Ja, das passt. Nee, das passt nicht. Hey, Elias Fink, danke dir fürs Vorbeischauen. Dir auch gute Nacht. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Und eben danke für den Tipp. Wie gesagt, ich mache ein Video. Enhanced Cloud Shapes. Vielleicht mal auch mal einen Stream darüber. Und ja, vorerst mal ein Video, weil ich bin eigentlich jetzt mit den FPS performancemäßig bin ich extrem zufrieden mit dieser Wolkenversion. Sieht auch nice aus, vom Licht her passt. Ich könnte auch jetzt hier ein bisschen schnell Reshade wechseln, aber das ist mir eben zu grell, dieses Bait, das geht mir einfach ein bisschen in die Augen. Also ein bisschen anders. Bisschen nach oben. Ja. Ja, ich mache einen schönen Kurs, eben wirklich so Zickzack-Kurs. Dann schauen wir mal. Ist gerade direkt nichts los, wenn kein ATC da ist. On 0845, das wäre Trend. Die hat er. Das könnte als Weg nutzen. Dann mache ich das mal kurz so wieder. Ich schalte das wieder ein. Kann ich nämlich wechseln hier. Four, five. So, dann nehme ich die auf die Nummer 2. Ja, ich muss das schon irgendwie so nehmen.
mir Platz machen. Genau, da steht es auch mit den Power Levers. Die sind Vertical Speed auf 5 Meter pro Sekunden Speed, 450 Stundenkilometer. Ah, bevor Landing sollte man den Glide Air auf Off stellen. Wenn ich das schaffe, rüber zu greifen, das wäre hier die Bleed Air, die sollte mal auf Off stellen. Und Altimeter, das ist klar, die QNH, das wären wir bei Fast Flight Level 7.0, hätte ich noch gesagt, aber jetzt sind wir natürlich noch ein bisschen zu hoch, aber ich drehe wahrscheinlich QNH jetzt bald schon ein. Wir können noch ein bisschen stärker descenden. Können wir auch ein bisschen abbremsen und das Horn können wir mal abschalten. Ja, fast 5 Meter pro Sekunde, Meter pro Sekunden, ja. Genau, jetzt schalte ich mal auf 997 ein. Also definitiv 997, das ist definitiv, macht zu zweit Spaß, wenn man Share Cockpit fliegt mit der Maschine. Habe ich ja mit dem Samu schon gemacht. Ich bettle ständig, dass er mal mitfliegt wieder, weil er kennt das Flugzeug auch. Aber er will nicht mehr. So, stimmt ungefähr. So, da muss ich eigentlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen Detail. Das ist das 748. Mache ich das da. So, dann klicken wir das weg. Da fehlt keine, der mir Holdings einweist. Nein, Steffen, das ist gut so. Ja, wir sind eben noch ein bisschen 10 Grad versetzt. Ich mache jetzt, ich wechsle mal auf Wetter. Ah, da blinkt was. Das zeigt übrigens das Wetter an, wie bei sonstigen Wetterradar. Also wir haben jetzt hier auf unsere, was ist das, 300, auf 300 Grad haben wir so eine Regenzelle, also gerade hier links da. Hey Wulpis, ja, aber trotzdem danke, das macht nichts, ich muss mich jetzt ein bisschen für die Landung konzentrieren, aber das Wetter, ja, also die Antonov auch da, ein Leerflugzeug, also da kann man ganz vieles machen, wie gesagt. Hab heute das mit dem Meteo gelernt, das finde ich schon mal ziemlich cool. Und Navigation ist sowieso immer etwas, was mit diesen alten Uhrenwerkmaschinen ziemlich Spaß macht. Jetzt muss ich mal aufpassen, 4000. Kommt die Rechtskurve Richtung 091 oder 090. Da haben wir auch wieder so einen roten Strich. Das Rot heißt Gefahr. Und wir fliegen natürlich dann noch nach rechts, dort wo es rot ist. Eben, jetzt muss man auf zwei Dinge achten, mal auf die Höhe. Und auf den Kurs, jetzt muss man, was kommt schneller, machen wir die Höhe, machen wir
Old Hold und dann geht's nach rechts Richtung 090. Und wir müssen da auch wieder das GPS einfangen Richtung Tepdu. Genau, und dann können wir eigentlich hier den Approach aktivieren. Und zwar, ja, RNAV's Runway 27. Dann kommen wir über Tepdu rein. Jetzt müssen wir auch hier die Geschwindigkeit achten, genau 55%. Ah, da habe ich wenigstens ein. Ja, gerne, load es mal. So, dann haben wir wenigstens eine Mappe. Hier den Kurs. Hier den Flughafen. Und wir fliegen jetzt quasi Downbase. Nein, Downwind. Downbase. 4000. 4000 stimmt. 400 Stundenkilometer. Ein bisschen runter mit dem Schub, ganz wenig, damit wir ein bisschen abbremsen und dann mit Flaps. Ja, dann fliegen wir halt manuell GPS. Bis 4000 bin ich da, aber jetzt komme ich doch schon wieder Offset. Genau, jetzt muss ich ein bisschen weiter nach rechts. Nach rechts, so. Da ist GPS, dann fliegen wir wenigstens dem GPS nach. Wichtig einfach die Flughöhe. Ja, der Höhenmesser, Achtung Steffen, das ist Meter. Hier Höhenmesser in Meter, aber hier das ist Fuß. Aber das ist alles Fuß, das da. Und man sieht, das ist so ein westliches Gerät. Einfach da drauf hochgepappt. Das kann man übrigens drehen, das Wetterradar. Irgendwo kann man das drehen. Ja, man kann es in die andere Richtung drehen. Ich will jetzt auf 350 Stundenkilometer gehen. Er jammert mich voll, dass ich da die Gear noch nicht rausgefahren habe. Aber ich muss zuerst Geschwindigkeit abbauen, bevor ich überhaupt die Flaps ausfahren möchte oder will. Also das sind, wie gesagt, also das ist der Altimeter. Ich meine, das Radio-Messgerät, das ist also der Radio Altimeter und das ist der Luftdruckmesser. Das sind alles in Meter. Stundenkilometer, Meter pro Sekunden, das sind Fuß. Weil, also ohne dem könnte ich nicht fliegen. Ich schaue meistens jetzt hier auf diesen Höhenmeter. Auf Fuß. Auf dieses Gerät. Joel, merci vielmal. Danke, immer noch zu weit links versetzt. Ja, wir haben, also sie frisst schon brutal viel Sprit. Jetzt haben wir eine Tonne, ab 1000 Kilogramm kommt hier die Warnlampe, also es wird knapp. Wir haben ein bisschen knapp getankt. Also wir, ich. Seid ja nicht schuld. Und ja, machen wir Flaps 300 Stundenkilometer, machen wir Flaps 15, das ist auf 300 Stundenkilometer, gehen wir aber jetzt schon.
Unser Club ist dann Landing Lights on. Es ist recht windig, ja, ich hab's gesehen. Und wolkig. Das auch noch. 4000. Hier. Terdu, dann gehe ich direkt auf. Muss ich nochmal spicken. 2300 nach links, gleich runter auf 2300, dann nochmals nach links Richtung Base. Auf 1700 und bei Basog müssen wir sinken, da müssen wir runter. Also warten wir noch ein bisschen. Geschwindigkeit ein bisschen beibehalten, ein bisschen Schub geben. Es darf jetzt nicht unter, ja, so mit 300 Stundenkilometer Flaps 15 oder 280 Stundenkilometer. Sollte passen. Wenn ich jetzt, guck mal schnell den Chat. Hallo Sonja, hello, welcome to the stream. Jawohl, die Antonov. So, tap du 4003, das ist okay. Nächster Wegpunkt wäre dann der Bravo Hotel 439er Richtung 358. Machen wir einfach 360. Stralsund ist jetzt hinter uns, das müsste jetzt da hier irgendwo hinter uns sein. Dann geht es weiter Richtung. Was ist Zoomen? Genau, wir wollen hier Zoomen. Ja, ich gehe dann, ich mache nicht hier diesen kleinen Step klein, ich gehe direkt da runter auf 1000, was hast du, 2300? Ja. Dann pitchen wir jetzt schon ein bisschen, verlassen die Höhe, gehen runter. Ja, ist ein braves Horn. Dann jetzt Richtung Norden, komm. Runter auf 5 Meter pro Sekunde. Fuß. Unser GPS-Zeiger. Hebdu, jetzt machen wir, glaube ich, auch wieder hier diese Bravo 439er. Da machen wir ein Direct. Genau. Ja, dann holen wir jetzt ein bisschen aus, das ist auch gut. Gehen wir runter. Kilogramm. Das reicht noch. Für den Durchstart wird es aber knapp, denke ich, ja. Machen wir nichts. Stralsund ist niemand online. Bin ich alleine. Wer ist da noch mitgekommen? War das der Joel? Weiß nicht. Bisschen leicht korrigieren. Ich gehe jetzt, glaube ich, schon jetzt auf 268. Langsam, ja, ich muss jetzt drehen. So, Ground, schön. Das sind übrigens die SFD Global Tapeten, die sind echt nicht schlecht. Ups, hold. Danke. 300. Lassen wir so, wir gehen noch ein bisschen weiter nach rechts. Dann hier 250 können wir anfliegen, nochmal Flaps 30. Gehen
noch weiter ein bisschen, noch weiter rechts, noch links, 30 Flaps, 30. Gear down. Dann wieder machen wir ein bisschen nach links. Schub, schub, schub. Jetzt einfach die Höhe halten und Schub. Jetzt sind wir fast unter 200 Stundenkilometer. Das war schon mal schlecht. He? Geben wir ein bisschen Gas. Left bank too much. Ja, dann korrigiere ein bisschen nach rechts. So. Ah, da müssen wir wirklich nach GPS gehen. Was ist das? Basuk, hä? Die Basuk da. Da gehen wir runter. Auf 1700. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Schub reduzieren, da einfach auf 250 behalten. Jetzt segeln wir ein bisschen runter. Mit 3 Meter pro Sekunde, das ist gut. Der Pilot ist noch da, wir sind jetzt eigentlich auf dem GPS-Kurs. Schön in der Mitte. Noch ein bisschen schnell, Fahrwerk ist unten. Ja, da sind wir auch schön wieder runterpitchen. Und jetzt kommt der Regen. Wie gesehen, 1700, 1800 Basuk. Basuk ist gleich da vorne. Okay. Ja, ihr seht da Elnav, hä? Das geht da doch, Elnav. Heißt grün sind wir auch, das habe ich noch nie gemacht mit dem Garmin. Basuk, please. Also zu zweit, wie gesagt, mit ATC wunderbar. Ah, da vorne ist die Piste, ich sehe sie. Ja, dann machen wir. Uff, machen wir Autopilot off. Laps full. Ja, das ist der Wind, der kommt definitiv da mit 13 Knoten von links, ja, 217 aus Richtung 217. Und bei 2 nautische Meilen müssten wir 700 Fuß haben. Sind ein bisschen zu weit rechts, korrigieren ein bisschen nach. 230 Stundenkilometer ist das gut. Da vorne ist die Piste, ja, ein bisschen schräg. Aber bis jetzt sieht das nicht schlecht aus. Immer noch versetzt, zu weit rechts. Eben, sie hat ein bisschen so einen Hang nach rechts zu driften oder zu rollen. Ein bisschen mehr Descent. So, jetzt sind wir wieder auf dem GPS. Ein bisschen nachkorrigieren. 300 Meter. Jetzt sind wir zu hoch, die Papi-Anzeige ist da. Noch fast 5 Grad runter pitchen. Oben trimmen noch ein bisschen, Geschwindigkeit ist gut, die Centerline ist ein bisschen zu weit oder zu weit links. Minimums, continue. 100 Meter Versenkung. Ja. 60. Полсотни.
40. 30. 20 метров. 10. 5. 3. 2. Малополетный. 1. 0. Und bleib auf der Spur, bleib auf der Spur. Ah, das Ruder ist voll nach rechts. Okay, jetzt abbremsen mit 100 Stundenkilometer. Darf man die Bremsen betätigen? Ah, jetzt habe ich da ein Problem wahrscheinlich. Okay, sind wir ein bisschen un-Centerline. Ich brauche das da. Ah, ich weiß, ich Depp. Mann. Ich habe das Bugrad nicht aktiviert. So. Komm, ich brauche kein Wetterradar. Ja, jetzt geht das. Ja, das war mein Fehler, sorry. Flaps up. Schauen wir uns noch das brutale Land an. Also es ist Hammertal, Stralsund. Costa, da müssen wir beide hin, wieder mit unseren 747 und 777s, oder? Eine kleine Challenge machen wieder mal. Wobei ich pack die Flight Factor nicht mehr raus. Das ist mir zu blöd. Ja. Jetzt versuche ich da ein bisschen schöner zu texeln. Puh, ja, das ist Strahls und Steffen, das haben wir Flugwunsch gewesen. So ein bisschen Schub geben. Ich habe ja die Pictures, ja, sind down. Weißt du was, da mache ich jetzt mal schnell kurz die APU an. Na, ah, nicht schon wieder wie in Innsbruck. Das ist einfach, einer muss definitiv Share Copy, einer muss fliegen, der andere kann da an den Schalter rumdrücken, weil es ist definitiv, wenn man da ein bisschen wegschaut und nicht richtig schaut, dann landet man irgendwo. Und das muss man ein bisschen üben. Hier mit dieser... Jetzt wieder! Oh, was ist los? Ist das der Wind? Oder spinnt mein, es kann auch sein, dass meine Pedalen spinnen jetzt gerade. Lass mal nachher schauen. Uiuiui, da wird es einem ja schlecht in den Passagieren da. Wir sind gelandet. Das ist schon mal das Wichtigste. Da hauen wir uns da mal schön auf den Platz. Oder ist es wirklich der Wind, der mir aufs Seitenleitwerk drückt und mich da um die Kurve zieht? Das kann natürlich auch sein. Aber so stark hatte ich es nicht. Oder noch nie. So, ich gehe jetzt da mal irgendeinen Stand holen. Stralsund. So, das ist jetzt diese Szenerie. Diese 30 Megabyte Szenerie von 2013. Also, ja, absolut. Oh, ich habe das verpasst. Ich wollte das da nehmen. Das könnt ihr also absolut zu gebrauchen. Das ist wirklich nice. Gehen wir da schnell auf Außenansicht. Ja. Nein, das Bugrad funktioniert in dem Fall. Es ist wirklich wahrscheinlich der Wind. Und stopp. So. Ja, ja, bewegt sich hin und her. Okay, machen wir die Flaps und so lassen wir sein. So, Trachea schalte ich mal aus und die Bremsen haben wir drin. Dann würde ich da hier einfach... Ah, das da kann man auch ausschalten. Da, die sind auf... Oder zuerst das, die APU. Nicht, dass er uns eigentlich alles wieder abschaltet.
jetzt eigentlich verfügbar. Schalten wir die Generator ab. Genau. Und dann schalten wir die Triebwerke aus. So, noch wichtig, die Jocks anbringen, sonst windet es uns wahrscheinlich da weg. Also haben wir da die Gearblocks. Dann können wir die Türchen öffnen. Cargo Hatch für ihre Reisekoffer. Dann machen wir da Außenansicht. Ui, das sieht ja... Ist das Gülle oder was? Na, schön. Ja, es windet, es ist ziemlich laut. Also, willkommen in Stralsund. Ja, es regnet. Ich weiß nicht, ob ihr die Wassertropfen sieht. So, da habe ich 55 FPS. Ich muss wirklich schauen, dass ich das da korrigiere. So. Cool. Ja, das sieht was Unwetter. Ja, eben, das war ein bisschen windig. Aber wir sind gelandet. Also Stralsund, ich war nie da. Der Steffen war da. Steffen, sag was. Ich finde es eben die... Ihr müsst euch mal die Szenerie schauen. Warte mal schnell, bin ich da? Ja, online, klar. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich gehe jetzt offline. Ist sowieso niemand da. Ja. Und wenn ich den Knopf richtig treffe, so. Da haut es ein, die Scheiße. Ups. Also, wir haben... Ja, sorry für das Geräusch, aber ich fahre jetzt nicht runter. Doch, ich fahre sie runter. Nur noch kurz. Bei der Wiederholung ist man sowieso dann außen vor. So, wie macht man das? Service Loader. Ja, brauche ich überhaupt Strom jetzt noch? Wichtig, hier noch schnell. Genau. So, dann schalten wir schnell die APU aus, dann wird es ein bisschen ruhiger. Genau, super. So, dann verstehe ich mich. Ja, die Lampen sind noch an. Ja, eben, das ist ein Ding, da kann man mit Presage natürlich auch arbeiten. Und ist jetzt nicht, natürlich nicht alles Bilderbuch, bei mir sowieso nicht. Aber ich wollte euch diese Szenerie zeigen, eben diese kleine, feine Szenerie. Aber was ich ganz cool fand, das ist Zufall, der hat sogar einen Zaun, so einen Maschendrahtzaun, über den ganzen Flughafen. Und wirklich, also so ein feiner Maschendraht habe ich noch nie gesehen im X-Plane. Also wunderbare Linie. Und was mir auch gefällt, ist hier diese... Man kann hier direkt das Auto nehmen. Ist noch ebenso noch schön gemacht. Hier der Ostseeflughafen. Also so ein bisschen Detail. Hier noch Bushaltestellen. Das hat die Global Airport oder die Standard Airport nicht. Hier hat es eben noch ein paar Auto, also völlig performant. Und hier diese Straße, das weiß ich, ich finde das Hammer. Also man kann hier direkt so weiterfahren. Man kann jetzt noch so eine GTA 5 Simulator noch weiterspielen. Ja, und das ist die Szenerie. Also das ist klein, fein, aber von 2013. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen alt, aber auf jeden Fall nutzbar. Uff, das war der Flug. Und zwar der Flugwunsch von Steffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Steffen war auch mal dabei bei seinem Flugwunsch. Ja, wir würden sicher mal wieder die Antonov sicher wieder mal auspacken. Was gibt es noch zu sagen? Ich schwatze sowieso viel zu viel, merkt ihr. Ja, ich wünsche euch schönes Wochenende. Morgen arbeite ich nachmittags und vielleicht mache ich einen spontanen Stream. Ich möchte auch mal die Beluga streamen. Weil, ja, die habe ich erst einmal
geflogen, also richtig mit Flugroute. Und ja, oder sonst was anderes. Aber mal schauen, wir schauen einfach mal. Vielleicht können wir das da mal. Vielleicht gibt es morgen Nachmittag einen Stream. Aber ich kann es noch nicht sagen. Es hängt natürlich, wie weit und wie schnell wir kommen. Da bei dieser Firma. Ja, das war schön. Schauen wir uns doch mal die Landung an. Und ich bedanke mich jetzt schon mal an alle fürs Zuschauen, auch speziell an Cockpit Lyrics für die Werbung auf seinem Kanal. Vielen, vielen lieben Dank an alle Zuschauer und ja, sorry für die wackelige Landung. Ja, ihr könnt die Beschwerdenformulare dann Ostseeflughafen ausfüllen. Also, vielen Dank. Euch noch einen schönen Abend und bis bald wieder. Ich bin's wieder. Ja, sorry, ich muss schnell positionieren. Das ist halt nicht so einfach. Wo war meine Touchdown-Zone? Schauen wir mal. So, da würde der Stone mit seiner Kamera stehen. Also, ciao zusammen. Bis bald.